Schön, dass ihr dieses Video angeklickert habt. Freut mich. Heute will ich euch mal meine neue Baumsäge vorstellen. Ich hatte schon mal so eine. Und wie ihr in dem Video hier unten sehen könnt, habe ich ja dummerweise auf der Schraube gesägt. Nein! Und die war erheblich stumpf. Da habe ich mir gedacht, ich kaufe mir ein Ersatzsägeblatt. Das gibt es nämlich für 23 Euro, beziehungsweise hatte ich es gesehen im Baumarkt. Bin ich hin, haben sie gesagt, ja, bestellen wir. 3 Wochen sind vergangen, nichts passiert. Dann riefen sie plötzlich an, es gibt es nicht mehr. Es gibt kein Ersatzsägeblatt mehr. Aber ich kriege aus Kulanz eine neue, kann ich mir abholen. Ja, habe ich mich natürlich riesig gefreut. Habe gedacht, na, die verarschen dich doch, aber tatsächlich. Für umsonst, die kostet sonst 39 Euro, habe ich eine komplett neue Säge gekriegt, weil es das Ersatzsägeblatt nicht mehr gibt. Also Firma Friskas bemüht sich wirklich, ein gutes Image aufrechtzuerhalten, kann man wirklich sagen. Also das ist die Baumsäge SW75. Man soll damit schneiden können Bäume bis zu 12 cm. Ja, und wirklich nur Holz ist da mitzuschneiden. Die Sägenlänge beträgt 225 ausgezogen und das ist hier so ein japanischer Anschliff, das heißt, der Anschliff ist nach innen immer aus. Außen ist sie gleich dick, das Sägeblatt, unten nur ganz leicht dicker als oben. Sie sägt auf Zug und ja, da will ich heute mal einen Probeschnitt machen. Das stelle ich gegenüber der herkömmlichen Baumsäge und dann werden wir die Schnittqualität vergleichen und wie schnell man damit sehen kann. Und ich werde das Video in Originalgeschwindigkeit abspielen. Ja, probieren wir erstmal den hier. So, das ist übrigens Erle, ziemlich weich. Jetzt zum Vergleich die Bügelsäge. Also die Schnittqualität ist relativ gleich. Sagen, die Bügelsäge ist mir ehrlich gesagt noch lieber, aber ich viel längeren Sägeweg und kann sie besser halten. Aber hier so, die Schärfe ist schon beeindruckend. Und zum Entasten wunderbar. Natürlich sehr handlich, um sie im Rucksack gut verstauen zu können. So, die nehme ich meiner Frau mit, kann sie was mit basteln. Der orange Bereich am unteren Griffende ist eine Gummierung, die das Rutschen in der Hand verhindern soll. Des Weiteren gibt es einen Karabiner am Ende der Säge, mit dem man die Säge am Gürtel befestigen kann. Ja, Fazit. Eine schöne handliche kleine Baumsäge. Allerdings für größere Querschnitte würde ich die vorziehen. Für kleinere Sachen unter 12, 10 cm kann man ruhig die nehmen. Ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.